Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Ostduell in Halle. Pele Wollitz und Energie Cottbus sind im Abstiegskampf gefordert. Und Thorsten Ziegner, der will aufsteigen. Und seine Jungs erwischten den besseren Start. Freistoß Bentley Baxter Bahn. Abgefälscht durch Mamba und Zoom trifft zur Führung. 12. Minute, 5. Saisontor für Pascal Sohm. Mamba macht den Ball erst richtig scharf und dann kann Energie nicht mehr verteidigen. Halle trifft schon wieder früh. Energie Cottbus hatte sich zuletzt eindrucksvoll zurückgemeldet im Abstiegskampf. Zweimal ungeschlagen. Dann Jasula, der hat eine ganze Menge Platz und ein feines Füßchen. Perfekte Flanke auf Weidlich. Der Ausgleich in der 28. Minute. Die zweitbeste Defensive der Liga sieht zweimal nicht gut aus. Erst verhindern sie die Flanke nicht und dann hat Weidlich zu viel Platz. Halle, wenn gefährlich, dann durch Standardsituation. 43. Minute, da ist Haier und da ist die erneute Führung für den hallischen FC. Moritz Haier, Abwehrchef, mit seinem ersten Tor überhaupt für Halle. Er kann sich bei Kevin Rauhut bedanken, der unterschätzt diese Ecke. Und Haier darf aus Nahdistanz einschieben. Aber Energie hielt dagegen in Durchgang 2. Viteriti auf Mamba. Der wird nicht angegriffen von Landgraf und legt den Ball perfekt in die lange Ecke. Erneuter Ausgleich. Streli Mamba mit seinem 9. Saisontor. Sein Knoten ist geplatzt am Wochenende gegen Münster. Und jetzt legt er nach, weil Landgraf ihn nicht attackiert. Mamba eigentlich Rechtsfuß. Er kann's auch mit links. Und wie? Dann der HFC in der Offensive. Erst scheitert Fetsch an Rauhut. Dann Bentley Baxter-Bahn erneut, der Cottbuser Keeper stark. Und auch Haier verpasst das 3:2. Seine Chance zum Doppelpack. Dann sein Fehler gegen Mamba. Streli Mamba gegen zwei Hallenser setzt sich durch. Und dann die Mega-Monster-Möglichkeit für Rangelow. Gibt's doch nicht. 60 Mal Bundesliga. Und dann lässt er so ein Ding liegen. Nachspielzeit. Nochmal Cottbus, Jasula und Matuvila macht das 3:2. Energie Cottbus in Ekstase. Matuvila setzt sich durch gegen Jopek. Energie feiert den Auswärtssieg, weil Matuvila sein erstes Drittligator überhaupt macht. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich dafür nicht aussuchen können. Ich habe Matuvila jetzt mehrmals in der Besprechung gesagt, irgendwann wirst du mal ein entscheidendes Tor schießen. Und heute hält er einfach nur den Fuß dahin. Ich weiß gar nicht, ob er das so wollte. Ja, auf jeden Fall war der Ball drin und ja, alle sehr glücklich. Cottbus, die haben eben Abstiegskampf heute gezeigt. Die haben sich gewehrt, die haben sich nicht aufgegeben. Die sind zweimal nach dem Rückstand zurückgekommen. Und wir haben zu wenig investiert, um eben das Spiel zu gewinnen. Beziehungsweise um dann am Ende sogar einen Punkt zu holen. 4 Heimspiele in Folge, kassierte Halle, kein Gegentor. Jetzt 3 in einem Spiel, der Dämpfer im Aufstiegskampf und Energie. So schnell kann's gehen. Vor einem Monat mussten sie zum Rapport bei den Fans. Und jetzt werden sie 20 Minuten nach Abpfiff zur Ufta in Badelatschen gebeten.